In die Hand nehmen kann man es nicht, genau genommen kann man es nicht mal sehen. Und doch ist es da, wenn auch nur für Bruchteile einer Sekunde. Das neue chemische Element 111, entdeckt in Darmstadt. 1994 war das bereits. Doch erst heute hat es offiziell seinen Namen bekommen. Das Universum besteht aus zahlreichen kleinsten Teilchen. Die meisten sind bekannt, doch einige nicht. Eins davon ist erstmals in Darmstadt nachgewiesen worden. Ein Baustein, der hilft zu verstehen, wie wir Menschen entstanden sind und was die Welt zusammenhält. Bundesbildungsministerin Schawan ist beeindruckt und spricht von einer Meisterleistung. Wir müssen die Begeisterung und die Leidenschaft, die die Forscherinnen und Forscher in ihrer Arbeit trägt, die müssen wir noch ein bisschen mehr in diese Gesellschaft hineintransportieren. Und dann ist mir nicht bange um den Standort. Wir haben Stärken, die wir weiterentwickeln müssen. Und vor allen Dingen, wir haben Zentren wie GSI, die stehen weltweit an der Spitze. Und weltweit gibt es Interesse an diesem Standort. Heute ist das neu gefundene Element getauft worden auf den Namen Röntgenium. Der Leiter des Forschungsteams erklärt, wieso dieser Name gewählt wurde. Herr Röntgen stand mit seiner Entdeckung am Anfang unseres Atomzeitalters. Es war eine der wichtigsten Entdeckungen, die sich auch sehr schnell in der Anwendung durchgesetzt hat. Und das war eine großartige Leistung von Wilhelm Konrad Röntgen im Jahr 1895. Während der Grundlagenforschung mit dem Röntgenium haben die Wissenschaftler übrigens noch etwas entdeckt. Die Strahlung, die für die Erzeugung des Elements genutzt wurde, eignet sich zur Krebstherapie. Schon heute werden hier viele Patienten mit Hirntumor erfolgreich behandelt.